Ja, Jim Carrey. Weiß ich nicht, weil der cool ist. Ich mag den irgendwie. Alrighty then! Ich finde, das ist ein Gerücht, dass man entweder Hund- oder Katzenmensch ist. Weil, nee. Also wenn ich müsste, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ich bin wahrscheinlich eher ein Katzenmensch. Aber das ändert nichts an meiner Liebe zu Hunden. Viele Lieder machen mich traurig. Filme. Manchmal sogar Werbungen. Es gab eine so eine Werbung, ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, Nivea oder so. Das war irgendwie total traurig, weil irgendwie ging es irgendwie. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie ist der Vater gestorben oder so. Und dann ist irgendwie das Kind, das hat so geschaukelt und dann. Bisschen traurig. Das macht mich wütend. Ja, würde ich sagen. Oder wenn man eine neue Packung Käse aufmacht und die nicht aufgeht. Und da ist so ein Pfeil drauf. Hier öffnen. Ja? Mit so einer roten Kante ist es extra markiert. Nix da hier öffnen. Dann versuchst du da so mit aller Kraft und den kurzen Fingernägeln irgendwie diese Käse-Dings aufzumachen. Und dann geht das nicht. Und man denkt nur so, hier öffnen. Da steht hier öffnen. Dann geh bitte auch auf. Sowas halt. Also ich weiß noch, früher hatten ja alle irgendwann dann eine feste Zahnspange, so mit, keine Ahnung, 15 oder 16 oder wie auch immer. Wenn ich wusste, dass beim nächsten Kieferorthopäden-Termin wieder ein Abdruck gemacht werden musste, habe ich mich immer schon drauf gefreut und habe überlegt, welche zwei Geschmacksrichtungen ich denn diesmal nehme. Weil man konnte tatsächlich sogar zwei verschiedene nehmen. Einen für oben und einen für unten. Meistens ist es immer bei Kirsche und Erdbeere geblieben. So in this dream, I was in a forest and there were flowers growing next to me. And I realized those flowers were actually socks. That might sound kind of weird, but somehow I knew those things were flowers. Anyways, that's when I realized, all right, this is a dream. So basically, I can do whatever I want. And then I was like, okay, this is new. This is my first lucid dream. So what do I want to do? And then I just started running and I tried to fly and I did for like about 2 seconds. And then I got so excited that I woke up. But it was worth it. Yeah, it's a lot of work, but I want to try it again. It's fun.